jetzt. Ne? Also hier ist deswegen so dunkel, weil es staubt nebendran. Deswegen haben wir noch ein bisschen heruntergelassen. Aber was ich noch sagen wollte, ich hatte ein bisschen gehustet. Steine klopfen, hat mal eine gesagt, das sei für mich die richtige Therapie. Und dann habe ich gesagt, naja, wir haben ja Steinbrüche. Drei Steinbrüche gibt es ja ein Kontingent für den Landkreis Böblingen, dass man hier Erde richtig abgeben kann, also richtig. Und da könnt ihr auch mal ein bisschen Steine klopfen gehen. Aber erst, wenn ich in Rente bin, habe ich dann gesagt, ach so. Ja, die ist noch nicht in Rente, die das gesagt hat, die wohnt ja in Gärtringen. Also nicht in Rohrau, da wohnt ein anderer, aber jetzt hätte ich fast gehustet. Da gibt es eine schöne Event-Location, so ein Schloss oder was das war. Leider war ich da krank, ne? Da hatte ich eine Einladung. Angeblich gibt es da noch einen Schriftsatz, aber das ist ja nicht der Punkt. Steine klopfen, erstens. Zweitens, noch eine Story aus dem Krankenhaus. In Bad Wimpfen war es so, da war ich an in zwei verschiedenen Räumen untergebracht. Im ersten Raum, da war einer, der hat abends das Telefon abgehoben und hat das Kommando seiner Ehefrau vernommen. Und dann hat er mich gefragt, der konnte nicht mehr richtig laufen, auch Schwerbehinderter, also dem habe ich dann da irgendwie, ich habe gewartet, bis er geschissen hat und dann kam ich dran. Nee, jedenfalls, das hat eine halbe Stunde gedauert, wo er geschissen hat, das hat eine halbe Stunde, dann kam ich dran, bei mir ging es so 5 Minuten. So, jetzt kommt die Pointe. Dann hat er zu mir gesagt, ja, seine Ehefrau will also, dass er das Auto verkaufen würde. Das gehört aber ihm und er hängt an dem Auto. Er hat zwar lange keinen Führerschein mehr, aber solange das Auto da steht, lebt er noch. Ne? Das ist eine gute Story. Aber der war ja weiter östlich. Dann habe ich damals bei Google Maps nachgeguckt, wo es nochmal WLAN war, ja in Bad Wimpfen nicht so ganz einfach. Manchmal ging es, manchmal ging es nicht. Da ging es gerade noch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pflanz doch mal noch einen Baum auf deinem Nachbargrundstück. Und dann ist er zusammengezuckt. Woher weißt du, dass ich ein Grundstück habe? Dann habe ich ihm seine Familiengeschichte aus dem Internet erzählt. Ja, ja, woher weißt du das? Ne? Also so kann es kommen, so weit kann es kommen, aber es war noch schlimmer. Da hat einer geschrien, durch zwei Türen durch, immer nachts hat er geschrien. Wie am Spieß. Damals in Stuttgart im Katharinenhospital, das war ein Kind. Wie am Spieß hat die geschrien. Das Kind. Ne? Und ich hatte ja da eine Kopfoperation, vielleicht kam es daher, dass er so ist wie heute. Das ist aber schon 20 Jahre her, da hatte ich eine Kopfoperation im Sommer 2007. Seitdem bin ich ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen krank. Ne? Aber die Kopfoperation war nicht das Problem und die Narkose auch nicht. Da saß plötzlich einer am Bett und den kannte ich schon. Und er sagt, grüß Gott, du lebst ja noch. Also die Kopfoperation Teil 1. Steht aber nirgendwo in keinen Behörden. Aber das Geschrei weiß ich noch von dem Kind. Oben das Katharinen und parken konnte man auch nicht, genau wie heute. Ne? Parken, das geht auch bei dem Neubau da nicht, auf der Hulp, was der Landrat jetzt gerade bauen lässt und andere auch. Ne? Nicht nur er allein und wo die Kasse so knapp, so klamm in der Kasse, das kenne ich gut. Bisschen klamm in der Kasse, das ist mir nämlich da passiert in Bad Wimpfen und er hat geschrien. Und plötzlich kommt eine rein, ja, wir müssen sie da nach hinten gegenüber hinschieben. Und ich habe gesagt, Moment, ich habe da gerade einen Termin. Ich muss da mit dem Rollstuhl ne, da hinfahren, schieben sie mich erstmal zu. Nee, das ist wichtiger. Also das Personal entscheidet für dich, ob du den Termin, Gymnastik war das, hier hoch runter, Hockergymnastiker ist das übrigens in der Fachsprache, nein, oder nee, das muss jetzt. Ja, da sind sie zu dritt gekommen, haben mich da rüber geschoben. Und da kommt man sich, wo der geschrien hat, den haben sie ja in die Psychiatrie dann oder in den Knast oder irgendwie oder abgemurkst. Abgemurkst geht auch im Krankenhaus. Aber das ist ja nicht, das ist ja mehr die Wendung. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dann habe ich gesagt, ja Moment, den habe ich schon lange schreien. Der da lag, der war auch schwer, 90%. Gott sei Dank kommt ein anderer, hat er gesagt, wo ich da reingeschoben worden bin. Der Termin mit dem Gymnastik, der ist ja irgendwie ausgefallen und dann habe ich angerufen, ich kann jetzt nicht und so. Da schiebt mich einer durch die Gegend. Das war wirklich so, das ist kein Witz. Manchmal sind die besten Witze die auf Wahrheit beruhen. Und dann war aber da so ein Drecksau-Fleck, ne? Hygiene, Krankenhauskeim. Und dann habe ich gesagt, Moment, können Sie da nochmal? Dann kamen da drei Mann, ne? Oder Frauen oder drittes Geschlecht.
3 gibt es ja, Mann, Frau, drittes Geschlecht oder viertes oder LGBT, je nachdem was im Hösle. Aber nicht nur da, was ist im Kopf drin. Aber das ist egal, das kapiert ja sowieso niemand. Wenn man aber auch, wenn man höherrangiger Beamter ist, versteht man das nicht. Aber das versteht keiner. Aber es ist auch egal, hier auch nicht. Aber dann hat man wieder hingeschoben und dann habe ich da gesagt, oh, hier ist auch nicht schlecht. Es war auf der anderen Seite, da hatte ich Morgensonne übrigens und da hatte ich dann Abendsonne. Und die Gäste waren ja mit dem Rollstuhl da hinten rum vorne. Die durften ja gar nicht rein. Maske, da habe ich auch mit einem rumgestritten. Dann kam auch die Polizei. Maske und dann kam einer ohne Maske. Ich musste da rein. Halt. Und dann hat die sich bedankt an der Pforte. Die hat sich bei mir bedankt, weil sie gesagt haben, sie holen jetzt die Polizei, wenn er da reingeht. Hat die sich bei mir bedankt. Das weiß ich noch alles. Ne? Hier, Köpfchen. Dann habe ich gesagt, nee, das hat mich aufgeregt endlich, ne, dass der das nicht blickt. Dass man eine Maske aufziehen muss, das ist doch eine Regel, da kann ich doch nichts dafür und sie auch nicht. Also, und da bohrt es immer noch. Und dann ziehe ich keine Maske auf. Aber bei Feinstaub, das habe ich in den Augen gemerkt, Feinstaub, das hat gebrannt, wo die da abreißen, habe ich gesagt, der neben dran steht, von Livorno, Elfenbeinküste war der, der soll also eine Maske, soll ich ihm eine anbieten? Naja, lieber nicht, sonst fühlt er sich da irgendwie. Aber das ist egal. Ne? Also macht man halt falsch, so lange bis was passiert und dann macht man es vielleicht richtig. Jedenfalls war es dann so gegenüber. Der war anders, das war der Bademeister, ne, aus dem Odenwald. Und dann, warum ich das erzähle, ich hatte zweimal hier Friseurs. Das erste Mal, die hat mich sogar da so ein mit dem Rollstuhl rumgeschoben, das war gerade so ein Meter, da kam ich nicht hoch. Kraftlos und koordinationslos und Schlaganfall. 2 Schlaganfälle und konnte nichts mehr. Wer bist du? Auf Friseur. Und dann hat die das gemacht da und hat was verlangt und hat was gesagt. So. Und da habe ich gesagt, ich komme nochmal. Ne? Weil das langt nicht, das ist ein Monat, August. Ich komme nochmal zum Friseur. Ne? Man muss ja hier rasieren und nicht, dass hier, dass man meint, der ist ungepflegt. Ne? Da habe ich gesagt, ich komme nochmal. Ich habe gerade das richtige Bargeld noch, habe ich gesagt. Und kaum war ich zurück, war das Bargeld weg. Ne? Ich weiß aber, wer es geklaut hat. Ne? Aber nicht der Opa da aus dem Dings, aus dem Hohen Logen. Der war das nicht. Und der Bademeister aus dem Odenwald war es auch nicht. Ne? Ich weiß, wer es geklaut hat. Aber im deutschen Rechtsstaat muss das ja beweisen. Also wer dumm, wie er ist, im falschen Moment das Bargeld in der Kralle hat, nur explodiert der Apparat. Ne? Der schlägt es zur Seite. Deswegen, grüß Gott, wenn ich eine Bankfiliale betrete, im Urlaub oder sonst wo, weltweit, dann nehme ich die Maske ab, ne? Und sage, grüß Gott. Weil wenn du mit Maske die Bankfiliale oder so getan, dann bist du gleich in Generalverdacht. Das ist leider so, da sind wir selber schuld. Die Gesellschaft ist ja selber schuld, dass sie den Mist mitmacht. Ne? Das ist ja das hängt mit der Digitalisierung zusammen und das steht auch in der Pressemitteilung drin, meine Damen und Herren. Ich möchte aufhören, es ist ernst gemein. Ne? Das Leben ist manchmal durch Krankheit und Schwierigkeit, unbequem, ist der richtige Ausdruck. Zum Schluss, das Geld habe ich verschmerzt, weil die das Geld geklaut hat, braucht es viel dringender wie ich. Wie der Bettler, der mich betrügen wollte hier in Walderstadt. Der wollte halt, der hat gesehen, der hat Bargeld in der Kralle und das wollte er haben. Und dann hat er so antanzen, heißt es in der Fachsprache, wie in Köln, angetanzt hat er dann. Und dann wollte er das Bargeld mir aus der Tasche ziehen. Und das ganze Gespräch hat nichts gebracht. Der hätte auch einen Bettler bestohlen. Also dem Halbblinden den Stock wegschmeißen, damit er umgibt, das kenne ich auch. Das gibt's. Ne? Aber der, also ein Messer hatte ich nicht dabei. Also jetzt muss ich husten gleich. Das ist ein asthmatisches Husten. Aber eins ist klar, zu dem habe ich auch gesagt, die 20 Euro, der hat zwar meine Adresse, aber er braucht gar nicht zu mir hinkommen, mir die 20 Euro wieder zurückgeben. Er soll die 20 Euro nehmen und einem geben, der diese 20 Euro
dringender braucht als ich, habe ich zu dem gesagt. Ich bin nämlich bei einer Behörde, beschäftigt, Behörde. Kleinen Moment.